So, herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Weg zur Top 1000. Wir haben beim letzten Mal verloren und sind im Ranking gesunken. Ich bin jetzt bei 2450 ungefähr. Jetzt wollen wir das natürlich wieder reinholen. Ah, der Gegner hat gut gespielt beim letzten Mal, ich nicht so unbedingt. Vielleicht kann ich das dieses Mal besser machen. Ich habe mir wieder keine Strategie vorher überlegt. Vielleicht war das ein Fehler letztes Mal, vielleicht sollte ich mit mehr, zumindest mit einer generellen Idee reingehen. Andererseits ist ja vieles auch mit zufallsbasierenden Einheiten, die man bekommt, und davon auch sehr abhängig. Also man kann auch nicht komplett vorausplanen. Das hier finde ich jetzt schon mal ganz attraktiv. Ich glaube, das nehme ich. Crawler und Sledgehammer. Und dann haben wir noch die Giant Units, kosten nichts zum Freischalten. Der Gegner hat hohe Geschwindigkeit. Okay, er wird wahrscheinlich auf einer Seite kommen. Und aggressiv spielen. Okay. Mache ich das mal so. Ich mache jetzt die Panzer nicht gerade ausgerichtet, weil wenn er aggressiv steht, kommen sonst die Crawler nicht rechtzeitig vor den ersten Panzer. Und ich glaube, soll ich sie so platzieren? Ich glaube, ich platziere sie jetzt mal so. Ah, nee. Komm, ich mach hier. So wie ich sonst auch mache. Und ich weiß jetzt halt nicht, auf welcher Seite er kommt, ne? Deshalb platziere ich es jetzt mal in der Mitte. Letztes Mal habe ich eine Seite geraten und zwar nicht so gut. Gegen die Steel Balls wären Sniper stark. Fangs könnte ich mitnehmen. Oder Arclight. Arclight wäre vielleicht ganz gut gegen die ganzen kleinen Crawler. Ah komm, ich platziere jetzt halt auf jeder Seite ein. Oder ich mache das Ganze folgendermaßen. Ich mache hier den Arclight hin. Und hier die Sledgehammer. Komm schon, bitte reicht die Zeit. Boom. Und er ist links. Na, hätte ich geraten, hätte ich alles nach rechts gesetzt. Ist jetzt halt kacke, dass wir so viel hier drüben haben. Boah, schaut mal, wie schnell die sind, ne? Das ist unglaublich. Und selbst die Einheiten hier rechts werden darüber gezogen. Das ist halt richtig blöd. Das kommt jetzt, weil ich sie so weit nach hinten gesetzt habe, denke ich mal. Ich überlege gerade, ob ich jetzt Einheiten rechts verkaufen soll. Kann auch später nach hinten losgehen, aber ja. Ja, also er wird jetzt voll auf die linke Seite erstmal gehen. Und die erste Runde haben wir schon mal erfolgreich verloren. Okay, wie machen wir das Ganze jetzt? Finde ich alles irgendwie blöd. Skip. Dann hole ich jetzt hier Field Recovery. Damit habe ich jetzt jede Runde die Fähigkeit, irgendwas zu verkaufen. Boom. Haben wir 100 plus gemacht. Dann, was brauche ich noch? Marksman. So. Okay. Die platziere ich jetzt hier mittig. Und mache ich ein Schild? Nee. Wo sind die denn etwa aufeinander getroffen? Ich könnte vielleicht wirklich ein Schild machen. Ich hätte gern noch einen Rudel Crawler, was ich jetzt hier drüben platziere. Das wäre total cool. Aber habe ich jetzt halt nicht, weil ich schon alles ausgegeben habe. So machen wir das.
Ja, okay. Ne, er hat jetzt auch dort was platziert, also eigentlich war es ganz gut. Ja, okay, er hat halt sehr viele Arclights. Also die eine Portion Crawler ist wohl zu wenig, ne? Uiuiui, das sieht schon mal nicht gut aus. Also, das ist wieder typisch, ne? Die letzten paar Runden liefen alle so gut. Ich habe eine nach der anderen gewonnen und weggehauen. Und kaum starte ich jetzt dieses Projekt mit dem Weg zur Top 1000, geht alles nur noch einen Bach runter. Ich könnte Taranteln holen, ich könnte Skorpion holen und ich hole mir Skorpion. So. Ich will einen Mythic. Wie schnell ist der? 7, 7. Ich will einen hier außen. So. Und er könnte auch die Wespen holen. Hole ich ein paar Fangs. Sonst habe ich jetzt eigentlich nichts, was gegen die Wespen helfen würde. Halt, naja, hier ein Sniper. Oh, wenn ich die hier drüben platziere, dauert das halt 100 Jahre, bis die jemals zum Einsatz kommen. Komm, ich hole eine Portion Crawler und ich platziere die so. Das heißt, die können gar nicht alle von der Rakete hier getroffen werden. So. Ich kann ja jederzeit die wieder verkaufen ohne Mehrkosten. Und dann, ja, mache ich halt ein Schild. Was soll's? Aha, und da sind die Wespen. Wären die Fangs doch gut gewesen. Egal, ist jetzt eine Runde. Und nächste Runde hole ich ein paar Mustangs oder so. Hä? Er hat Luftupgrade geholt. Da wollte er wohl antizipieren, dass ich die Wespen hole. Da hat er jetzt natürlich ein bisschen was verschenkt. Nichtsdestotrotz macht er uns platt. Das hier hat ja viel gebracht. Ja, okay. Ich hätte irgendwie. Warum haben die so wenig Schaden gemacht am Anfang? Ach, weil die benebelt waren von der Rakete. Ja, das hatte ich vergessen. Ja, das kommt halt viel, viel, viel zu spät jetzt. Das mache ich. Ja, der kommt jetzt hier mit. Und jetzt wird es auf einmal doch gefährlich. Ah, Moment, ich platziere den vielleicht ein bisschen weiter entfernt, dass er nicht durch eventuelle Raketenschläge mitgetroffen wird. Und dann brauche ich was gegen die Wespen. Hier. Luft oder allgemein Reichweite. Oder noch eine Portion lieber. Ich hole lieber noch eine. So, weil die hier hinten sind Stufe 3 und er hat bestimmt Jump Drive und kann die rumbewegen, ne? Na klar. Was auch sonst. Aber kostet jetzt halt deutlich mehr für ihn. Er kann sie auch verkaufen, aber ich kann meine auch verkaufen. Also, Jokes on you. Was haben die für eine Reichweite? Deutlich kürzer. Dann gehen wir hier an die Edge von der Reichweite. So. Es sind halt zwei, die sind stark. Der kommt hier nach außen und das bringt nicht viel, ne? Aber ich mach's trotzdem hier. War das jetzt meine? Nee. Ich war zu lahm. Ach du Kacke, hier links.
Er hat sie wegbewegt, natürlich, darüber. War ja klar. Aber dieses Mal haben wir direkt den Bonus, oder eher den Malus. Aber es ist schon so viel von mir kaputt. Das bringt nicht mal viel. Ja, der Rhino macht jetzt den hier noch platt. Der Rhino ist aber auch in der nächsten Runde nicht mehr da. Konnte uns nicht mal hier die Runde sichern. Ja, die machen es auch nicht lang genug. Okay, scheint, ich sollte mir doch eine Strategie überlegen für die nächsten beiden Runden. Was? Generell für die nächsten Runden. So, was machen wir denn jetzt? Vulcan. Aber 200 dafür ausgeben. Photonenemissionen. Ach, ich weiß nicht. Ist doch alles irgendwie blöd. Ich hol das. Und dann verkaufe ich hier ein paar Mustangs. Und hol hier die Luftspezialisierung und noch ein paar. So. Okay, dann ein Giant vielleicht, ein Vulcan. Fortress. Eindeutig. So. Ja, gut, den jetzt hier mit auszurüsten ist halt auch irgendwie blöd. Aber ich mach's jetzt einfach, weil, ja gut, ich will ja Luftabwehr vielleicht mit dem holen. Also macht's schon Sinn. Was kann man hier mitschicken? Irgendwas Schnelles. Ja, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich Quatsch, aber ich kann sie ja wieder verkaufen. Ja, das Photon-Ding wäre vielleicht doch ganz gut gewesen. Ne? Ich habe ja so viel auf einem Haufen, was alles diesen Schutz gebrauchen könnte. Und der Arclight Stufe 2 ballert hier alles weg. Oh je. Ja, nee. Das wird nichts. Und da hinten das Zeug wurde komplett eliminiert. Okay, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich will... Oh, jetzt kann er auch die Overlords holen. Mann, das regt mich auf. Oh, er hat halt schon guten Counter dagegen, ne? Die Vulcans. Ich hole jetzt einfach... Ah, es ist nur einer. Aber auf Stufe 2. Komm, ich gehe full Overlord Modus. Und was hole ich für ein Upgrade? Reichweite. Bam. Ich setze einen hier. Und drei hier. Eins. Zwei. Ah, der ist zu weit vorne. Hm? Wobei, was haben die für eine Reichweite jetzt? 150. Das geht alles vor. So. 100 habe ich noch. Sniper upgraden. Und hier. Machen wir das Ganze doch so hier. Können wir auch. Oh nein. Oh, ja okay, war nicht so schlimm. So, das Ding geht direkt platt. Ah, er hat ja auch einen
Charge Shot bei den Arclights, okay. Er hat natürlich auch die Overlords geholt, das war so klar. Eigentlich, ich wollte so oder so Overlords holen und dann kommen die im zufälligen Drop. Mal gucken, was er jetzt noch damit macht. Er kommt wahrscheinlich auch mit Overlords hier rechts an. Okay, das hole ich. Er holt wahrscheinlich das gleiche Upgrade. Ich hole mehr Geld, mir alles egal gerade. So, hier, hier. Einer, ja, ist zu weit hinten, oder? Ich mach's hier hin. Aber er ist halt zu weit vorne. Was würde ich für ihn kriegen? 400. Schild? Wäre auch blöd, ne? Ich komme jetzt komplett hier über die Flanke. Kann ich irgendwas anderes verkaufen? Das Ding. Mache ich jetzt einfach. Weiß nicht, ob es was bringt. Oh, ich habe so viel, was ich machen könnte. Aber irgendwie auch nichts. So. Crawler sind fast nie verkehrt. So. Schauen wir mal, ob wir das Ganze noch überleben. Er hat jetzt hier Photonen, das ist halt auch richtig gut. Habe ich auch drin? Ja, könnte ich auch machen. Ich könnte auch irgendwas mit Elektro... Dings machen. Im Elektroschock, der die Fähigkeiten deaktiviert. Das wäre wahrscheinlich ziemlich gut. Aber ich weiß nicht, ob wir die Runde überleben. Er hat halt so viele Wespen und mit Schild. Hat er Mutterschiff? Nee. Auch nicht potenziell. Ja, das war's. Das war's. Es war nochmal ein letztes Aufbäumen da, aber es hat nicht ausgereicht. Leider, leider. Okay. Schauen wir mal, was das fürs MMR bedeutet. Minus 12 und wir sind auf 1054.